Hallöchen auch, liebe Freunde, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Two-Words, die Epic Edition. Speichern ist der beste Freund und ich habe es einmal vergessen. Habe jetzt aber soweit wieder vorgespielt, dass wir die Quest abschließen können, zwecks den Suche nach ihrer Schwester. Bin ich direkt zu ihrem Haus jetzt gegangen. Ich habe das andere natürlich wieder erledigt. Und dann sagen wir ihr mal Bescheid. Hast du etwas herausgefunden? Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich bin darauf gefasst. Bitte, sag mir frei heraus, was geschehen ist. Deine Schwester ist wahrscheinlich tot. Aber der Schuldige ist nicht im Tempel zu suchen. Der Bürgermeister hat die Frauen getötet. Wie es scheint, ist er ein Werwolf. Oh, dieses Untier, ich... Yatole möge mir die schlechten Gedanken nachsehen. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Jawohl. So, und ich denke mal, dann können wir jetzt auch die anderen Questen hier weitermachen. Habe ich eigentlich was zum Verkaufen, ist die doofe Frage. Ja, habe ich. Die Rüstung hier zum Beispiel. Wie gesagt, gibt es, bitte sagt mir einer von euch, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit zu lagern? Weil ich muss ja die ganze Zeit meinen ganzen Schund mitnehmen. Da muss es doch irgendwo ein Haus geben, wo ich mieten kann, oder muss man da ewig alles immer rumschleppen? Das ist schön, wenn ich das so sage, das ist nervig. Aber schade, dass der keine Steine verkauft. Den Heiltrank nehme ich gerne mit. Ich Ich grüße dich. schau mal einfach mal durch, ob der irgendwie Steine verkauft. Oder verkauft hier überhaupt jemand irgendwie Steine oder so? Ich grüße dich. Nee, es sieht nicht so aus, als würde jemand da Steine verkaufen. Schade. Weil ich glaube, ich habe immer die Blitzsteine verkauft. Jetzt kann ich doch eigentlich nochmal zum Tempel zurück und mir... dieses Elementar holen, oder? Wo war jetzt nochmal der... Ach, der Seiteneingang war da. Aber bevor ich reingehe, speichere ich nochmal. Ich will nicht nichts triggern, was ich mich leider habe spoilern lassen, ein bisschen. Sonst hätte ich das nie rausgefunden mit den Bürgermeistern und so. So, erstmal sickern lassen das Ganze. Und wieder diese unheimliche Musik. Ach, so stellst du dir den Tempel vor. Na, du bist ja einer. Ob das aufgeht? Ja, das nehmen wir doch gerne mit. Na. Aber das nehme ich gerne mit. Das sind die, was wir gerade tragen. 100, 188. So. Was haben wir hier nochmal drin? Ist wahrscheinlich eine Truhe gewesen, die ich einfach übersehen habe. Was haben wir denn da? Eine Fackel, würde ich mal sagen. Weil es ging ja nur die Quest an Flöten von der Schwester. Jetzt bin ich gespannt, ob das da wieder steht. Ja, Quest fehlgeschlagen, weil wir das Elementar genommen haben. Ich habe ja zum Glück gespeichert. Schauen wir mal. Und das Ding ist, dass ich kann mir auch vorstellen, warum wir gestorben sind.
Weil das Wasser kochend heiß ist, wahrscheinlich. So, jetzt schauen wir mal. Wenn ich das jetzt nehme. Ja, dachte ich mir schon. Laden. Das dachte ich mir schon. Ich glaube, wir müssen erstmal alle Quests erfüllen, die wir erfüllen können in dieser Stadt, bevor wir das uns einverleiben. Weil es sind ja schließlich Erfahrungspunkte. Also werde ich das auch nützen. Hallo, die Herren. Ich grüße dich. Hallöchen. Okay, ich muss mal kurz... Was ist das denn hier? Wollte schon sagen, warum ist die Maus wieder aufgetaucht? Wie würdest du das nennen, was du hier tust? Ich habe mich vorhin in dein Haus gegelt. Es war dunkel. Ich dachte, das wäre ein Haus eines Freundes. Das geht dich nichts an. Geh wieder oder mach Bekanntschaft mit meinem Schwert. Ja, komm. Machen wir mal das. So hat er sich das also gedacht. Nachdem die Briefe scheint mir sind. Lass hören. Ich habe Yukitani. Okay, dann machen wir das mal. Ich weiß, man kann sie auch nicht bestehlen, weil sie dann sofort angerannt kommt. Deswegen lasse ich das Clown auch mal sein. Jetzt muss ich nur schauen, wo die Quest ist. Ich glaube, das ist das hier. Kimishi hat dich gewischt, aber ja, Sachen durchsucht hast. Aber der Stadt der Wache der Truf hat sie dir gesagt, es gibt hier die Briefe, wenn du die Zombies im Haus des Dichters beseitigst. Ja, okay, dann können wir quasi da hinreisen und dann da runter. Ganz einfach. Also, sobald wir dieses Elementar, diesen Elementargegenstand nehmen, dann triggert das was. Sei gegrüßt. Ihr steht nicht umsonst da, oder? Ja. Okay, dann wären wir. Und wir müssen hier lang. Glaube ich. Wie gesagt, es ist immer noch ärgerlich, dass wir die Karte nicht so einfach aufrufen können. Und so schwer, glaube ich, werden diese Zombies nicht sein. Ich meine, wir haben schon oft gegen Ghule gekämpft. Gegen Zombies. Dann denke ich mal, werden die jetzt auch nicht so schwer sein. Hoffe ich. Ich bin schon auf die richtige Richtung, oder? Ja, ja. Na, komm her. Oh, das müsste das Haus sein des Dichters. Der wohnt aber ganz schön außerhalb von der Stadt. Oder hat da gewohnt. Ja, wir werden schon begrüßt. Hallo. Was haben wir denn da? So, die Quest haben wir erfüllt. Aber da ja hier keine Wachen sind oder sowas, ja, macht ihr zu. Beklauen wir die mal. Dietrich, das Blitzschaden, wo wir gleich hier bei uns ein Schwert wieder einsetzen können. Schauen wir, was haben wir denn hier? 203, die Rüstung kannst du behalten. Das habe ich hier wieder drauf. Bisschen Money, Heilung. Was haben wir hier? Schwache Handschuhe, aber dafür ein Heiltrank. Das hier wieder. Dietrich. Warte mal, den Stab nehme ich trotzdem mal mit. Einfach mal, um zu sehen, ob der was bringt. Licht aus. Alles geschafft. Fertig.
Und auf den gleichen Weg wieder zurück. So. Das dachte ich mir nämlich schon. Wir triggern da irgendetwas Großes, wenn wir das, den Gegenstand im Tempel nehmen. Und ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt nehmt, das wären Erfahrungspunkte zum Fenster hinausgeworfen, wenn ihr das jetzt nicht gemacht hätte. Ja, ich will eigentlich zum Teleporter, aber die Reaper nehme ich noch mit. Na, kommt mal her. Seht ihr, das hat uns sogar ein Level up beschafft. Nehme ich trotzdem das Ganze hier mit, dann mache ich das Level up. Ich glaube, dann können wir auch sogar... Haben wir jetzt schon besseren? Ja, wir tragen sogar schon einen besseren Helm. Den wir ja da bekommen haben. Okay, erhöht. Kriege ich um 9. Das Skill Reiten erhöht um 1. Ja, das kann ich eigentlich alles verscherbeln. Aber gut zu wissen. Ja, Skillpunkte noch verteilen. Entschuldigung. So, dann machen wir mal. Ich mache jetzt volle Punktzahl auf Stärke. Da kann ich immer noch nichts erhöhen. Da auch nicht. Berserker, aktive Fähigkeit. Ein Held in den Berserker-Modus fügt den Gegner mehr Schaden zu. Seine Angriffe werden nicht durch gegnerische Schläge unterbrochen. Nützliche bei Gruppenschwächen. Okay. Das Held kann den Gegner vorübergehend blenden. Nee, das mache ich sowieso nicht. Kritische Treffer, passive Fähigkeit. Mit dieser Fähigkeit gegen unübermenschliche starke Treffer im Nahkampf. Her damit. Starker Schaden erhöht um 60. Okay, wir haben schon keine Punkte mehr. Okay. Aber gut zu wissen. Und ich nutze gern wieder den Teleporter. Und eine Sache will ich auch noch machen. Speichern. Immer speichern. So oft wie es nur geht. Aber bis jetzt hat uns das noch nicht so wirklich weitergebracht in der Hauptstory, habe ich das Gefühl gerade. Ich glaube, da schaut jetzt dieses Elementar zu diesem Relikt unserer Familie ein Erbstück gehört. Und wer bist du? Sei gegrüßt. Komm ruhig näher. Ich habe das untrügliche Gefühl, dass du nach Erleuchtung suchst. Du möchtest doch deine Energie besser einsetzen, oder? Dein Gespür in allen Ehren. Welchen Weg der Erleuchtung hast du denn anzubieten? Ich kann dir die Pforte zu den 4 Schulen der Magie... Eine Spende in welcher Höhe? Für 10.000. Bedauerlich. Ja, das sind schon wieder so Lehrmeister. Ah, Entschuldigung, dass ich mich jetzt wieder richten musste. Ah! Ich bin ein alter Mann, Freunde. Das müsst ihr verstehen. So, da bringen wir mal die gute Botschaft, dass das Haus geklärt ist. Der liebreizenden Dame, die neben dem Schmied wohnt. Hast du es getan? Ich habe die Zombies verschwinden lassen. Das hast du gut gemacht. Muss ich jetzt viel sauber machen? Naja, wie auch immer. Danke für die Hilfe. Was ist mit den Briefen, die du mir versprochen hast? Ich bin dir zu nichts verpflichtet, du Dieb. Du verlässt jetzt mein Haus. Ich werde jetzt aufgehen und es nicht zulassen, dass du in meiner Abwesenheit hier herumschnüffelst. Es wäre sowieso sinnlos. Ich trage die Briefe immer bei mir. Ja, da muss ich dich töten. Ist vielleicht interessant. Ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner.
Geh auf. Dann kann ich sie auch gleichzeitig ausrauben, die blöde Kuh. ...354. Die Rüstung nehme ich mit. Weißt du, erst so rotzfrech daherreden, weißt? Dann kann ich die auch gleich ausrauben. Ja, die Schuhe wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Aber wer mir blöd kommt, den vernichte ich. Ich kann, also das kann, also wenn mich jetzt jemand sieht, dann Chapeau, aber so glaube ich das jetzt eher weniger. So, dann gehe ich ganz gemütlich raus. So. Ich grüße dich. Hallo. War der jetzt nochmal mit dem Briefen? Ja, dann gehe ich mal zu dem hin. Und gib ihm seine Briefe. Die Quest ist zwar blau, aber ich habe ja die Briefe da bei mir. Also denke ich mal, wird er schon glücklich sein. Hoffe ich. Hi. Ein Wunder ist geschehen. Nun kann ich die Briefe an meinen Sohn weitergeben. Noch nicht. Du bist meine letzte Hoffnung. Hä? Ich hab doch die Briefe dabei. Es ist mein Gewinn. Ich habe keine Ahnung. Hat sie keinen Grund? Sie sagt es. 400 Coinstecken halten, 32 Erfahrungs. Okay, das hat doch gereicht. Ja, jetzt habe ich schon zwei Frauen hier umgebracht. Also mal ganz ehrlich. Die haben es auch verdient mit ihrer komischen Art. So, jetzt kann ich da zum Bürgermeister gehen und mal sehen, was passiert. Ich muss ja zum Bürgermeister irgendwie wieder hin. Ja, ich bin auch so ein Blindfisch. Wartet mal, meine Kopfhörer sind nicht richtig dran. So. Willkommen hier bei uns. Ja, wenn ihr wüsstet, was ich in eurer Stadt gemacht habe, würdet ihr mich nicht so willkommen heißen. Hast du die Medizin für mich? Ja, ich hab sie, aber ich werde sie dir nicht geben, du kranker Bastard. Ja, hab sie, aber war nicht leicht zu kriegen. Ich bin dir überaus zum Dank verpflichtet. Hier, hoffentlich kann dies deine Mühen aufwiegen. Ja, okay, dann haben wir die Quest hier auch abgeschlossen. Ich würde ihn am liebsten umbringen. Ist ja ein Werwolf, der schon öfters, unschuldige Frauen umgebracht hat. Die... das gleiche, was ich eigentlich gemacht habe. Also die Quest habe ich hier nicht mehr, oder? Nö. Also ich kann ja getrost jetzt da runtergehen und mir das mopsen. Und dann schauen wir mal.
Und eine Sache nochmal machen hier. Richtig, speichern. So. 5 Minuten haben wir noch. Auf sowas stehe ich. Du stehst auf nasse Krotten. Okay. Das klang schon doppelt falsch. Ja, schneller kann man leider mit der Figur nicht gehen, Freunde. Ich kann hüpfen und so weiter, aber rennen glaube ich eher weniger. Aber Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte und Gold ist Gold, wie man so schön sagt. Hä? Also bin ich jetzt hier umsonst reingegangen gerade? Weil es sieht ja so aus, als könnte man hier weitergehen. Aber ich sehe ja nichts. Okay, dann... Wir werden schon noch hier rein durchfinden wieder. Bin ich ganz sicher. Moment. Da können wir das jetzt mal ausnützen. Yep. Da haben wir jetzt einfach mal das Geisterschwert genommen und haben den Geist jetzt in Chaos gemacht. Hier ist glaube ich noch irgendwo einer. Ja, yep. Warte, mein Kollege. Warte. Komm her. Ja, komm her. Und schon wieder ein Level up. What the fuck? Ja, da ist noch einer. Den müssen wir auch jetzt nochmal erledigen. Dann. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch in dieser Folge schaffen. So, dann haben wir wieder ein Level up. Level up. So, da kann ich wieder was skillen. Schlösser knacken komplett. Geil. So, aber jetzt wieder schnell die Waffe wechseln. Wie viel Schaden mache ich eigentlich da so? 352. Splitschaden 205. Ich wechsle trotzdem hier wieder zu der. Ist ja unsere Standardwaffe. Aber ich bin mir durchaus sicher, dass wir noch eine bessere finden. So, wie viel Zeit haben wir noch? Vielleicht schaffen wir es jetzt noch nach draußen. Schauen wir mal. Bloß nicht in das kochende heiße Wasser. So. Dann haben wir wenigstens für die Hauptsäule einen Teil des Relikts gefunden. Ja, du kannst mir jetzt getrost den Buckel runterrutschen. Das finde ich schon krass, dass ihre geistliche Materie vom getöteten Gegner wieder auferstehen und dann gegen uns kämpfen. Ja, nette Gesellschaft. Dann müssen wir das jetzt getrost noch machen. Hallo! Also bis ich raus bin, behalte ich jetzt mal das Geisterschwert in den Griffeln. So. So. Und raus mit uns. Okay, jetzt sollte ja irgendwas getriggert sein, oder? Wow! Na,
Das haben wir nicht getriggert. Ja, ja. Kannst du mal aufhören damit? Die Stadt wurde nämlich von Orks überrannt. Das heißt, jede Menge Loot für uns sogar. Aber ich nehme nur bestimmte Sachen mit. So, ich sehe aber, wir sind schon am Ende einer Folge angelangt. Deswegen sage ich mal herzlichen Dankeschön und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Two Words Epic Edition. Tschüss.